So, wir sind jetzt 2,5 Stunden gefahren und jetzt geht's nach einer kurzen Pause nochmal 2 Stunden weiter nach Mestre. Das Wetter ist schon einiges besser und in Venedig soll es 20 Grad haben. Bin schon gespannt. Mittlerweile sind wir endlich in Venedig angekommen. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Restaurant, Pizza oder Pasta. Was landestypisch ist auf jeden Fall die Abwicklung am Bahnhof, um Tickets zu kaufen. Wahnsinn! So schlechte Organisation. Der Automat für die Tickets hat ewig gebraucht. Gefühlte 30 Minuten für 2 Tickets hin und zurück. Wahnsinn. Wie bei Assassin's Creed. Sieht 1:1 aus wie im Spiel, natürlich alles etwas moderner. Aber wenn ihr mal Assassin's Creed gespielt habt und nach Venedig geht, ihr fühlt euch wie im Spiel, beziehungsweise dann im Spiel wie in Venedig. Und wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, dass die Straße plötzlich zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob ihr es noch sehen könnt. Da hinten ist Wasser. Ihr werdet nicht glauben, was es hier in Venedig gibt. Einen Magnum Store, wo man sich sein eigenes persönliches, individualisiertes Magnum frisch zubereiten lassen kann. Oh.
spart man sich auch die Personalkosten. Hier sind die Waren. Und hier ist die Kasse. Unser Trip neigt sich dem Ende zu. Es ist 7 Uhr. Wir gehen jetzt noch kurz eine venezianische Karnevalsmaske kaufen, wo wir gesehen haben. Dann vielleicht geht sich noch eine Pizza aus und um kurz nach 8 geht es dann mit dem Zug zurück nach Mestre. Und dann wieder 4 Stunden Retour mit dem Bus. Schön war's.